Habt ihr, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geiselsberg. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Natürlich auch unten, wie immer in der Videobeschreibung, sind die Links mit dabei. Und ja, so. Genau, wir haben jetzt 4 Geiselsparter. Unser Alter ging kaputt. Und jetzt auf der letzten Wiese bin ich jetzt gerade mit dem 2 Geißler unterwegs. Richtig schöner Sparter. Muss ich sagen. Ich muss mich halt nur noch an dieses mit Einzelaushub und so gewöhnen. Aber ich muss sagen, ehrlich, also ist ein richtig geiler Sparter ist das. Vor allem man ist meiner Meinung nach wesentlich schneller wie ohne wie mit einem 2 Geißler. Muss ich ehrlich zugeben, fühle ich mich persönlich wesentlich schneller. Weil wieder im falschen Flügel auskommen. Jetzt habe ich den Dreh langsam raus. Ich habe jetzt hier schon ein paar Mal im falschen Flügel angehoben. Ist natürlich interessant rauszufinden, wie das ganze Ding überhaupt läuft und alles, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Maschine. Da kann man echt nicht meckern. Natürlich am Schluss muss ich ein bisschen langsam machen, weil sonst hebe ich nicht rechtzeitig aus. Aber da habe ich eine Idee, wie wir das eventuell umgehen könnten. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht funktioniert das ja dann. Und ja. Da schauen wir halt einfach mal. So, da sind wir schon wieder mit den Schwadern. Mit den Schwadern sind wir fertig. Und natürlich, wir müssen das ganze Ding unterm Fahren einklappen, weil ihr seht hier schon, die Reifen gehen jetzt nach innen rein, damit wir den Boden praktisch nicht aufwetzen. Aber jetzt sind wir fertig. Jetzt fangen wir dann zum Einsilieren an. Wir müssen dann natürlich noch den Fan runterfahren zum Schieben. Und dann schauen wir weiter, weil beim Meister werden wir definitiv auf eher, ja, da werden wir es ein bisschen anders dann machen. Schauen wir halt einfach mal, wie es jetzt läuft, wie es jetzt wird. Danach tun wir noch Gerste ausbringen nach Einsilieren, damit die Wiesen gleich wieder gedüngt sind. Und dann im dritten Schnitt müssen wir uns halt dann trotzdem irgendwo mal Alternative zum Silo überlegen. Da wären halt wirklich Silobeine am ersten dann der Geschichte. Aber da müssen wir einfach gucken, wie wir das machen werden und dann schon mal weiter. Weil Getreideernte stellt jetzt bald an, dann noch ein Dreschen haben wir erst wieder einen Grünanschnitt. Bis dahin haben wir vielleicht Urgerussil oder auch. Aber noch ein Dreschen haben wir auch schon ziemlich bald, aber dann auch gleich ein Mais. Also, das ist jetzt alles so ein wenig so eine verzwickte Geschichte, weil, muss ich sagen, weil ein wenig häkeln dort. Black sagt, also was ein bisschen interessanter wird. Und wollen wir halt einfach ein wenig aufschauen, wenn wir es machen. So, wir sind jetzt erstmal am Hof. Wie gesagt, der Schwader gehört jetzt erstmal uns. Und da vorne seht ihr ja auch schon den Reserveladewagen. Jetzt aber zuerst fahren wir schnell im Fendt hinter, wo haben wir den hingestellt. Zum Ladewagen kommen wir gleich und dann und dann gehen wir Gas. Gas, 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 Gas. So. Jetzt fahren wir erst mal den raus und dann schauen wir weiter. Und sonst im 22er mit der S5 Motor habe, also wer sich bei dem Prototypen was überlegt hat, das frage ich mich schon. Ja, ich war am überlegen, ob man einen Fendt One kaufen. Also den jetzt weg, den und einen Fan kaufen, aber ich denke, der Bruder, der hat noch überhaupt keine Stunden gesehen. Der hat noch nicht einmal wirklich gearbeitet und dann suche ich den schon wieder weg da. Also das ist ein Chaos. Dann haben wir den gehabt,
alleine jetzt da und dann da irgendwann mal vielleicht einmal im Fentwand oder was her. Da müssen wir warten, da müssen wir schauen, wie es laufen dort, wie es laufen wird. Vor allem, wie es läuft, halt, der ich beinig meist. Da hätten wir vielleicht vorne hätten wir nur so ein kleines Gewicht, so durchzubauen können, aber. Das ist ja wurscht im Endeffekt, hätte ich jetzt mal gesagt. So oder la. Da auf jeden Fall der mit dem Meißel nach vorne, da werden wir dann auch so reinfahren, wenn wir da zum Ulon anfangen. Da so hinterer und dann da so Assagabatz und das geht dann immer höher und immer weiter vier und ja. Die Verdichtung macht eigentlich die ganze Arbeit, so jetzt mal. Wenn wir den mal so da stellen. So. Also. Jetzt gehen wir mal schnell zum Ladewagen hier. So, der Ladewagen ist ein Strabmann Terra Vitesse 4601DO von ja, Strabmann. Mit 44 Kubikmeter. Wir haben einen Zylindermitteltank mit drinnen. Den haben wir jetzt aufgefüllt. Das ist leider ein anderes Zylindermittel, weil wir gehabt haben. Jetzt können wir da auch nicht so viel rein, da, weil es mal. Oder wir haben jetzt den voll gemacht. Und je nachdem, wie lang das lang. Wenn er leer ist, dann ist er halt leer, dann ist es auch wurscht, weil dann ist schon wurscht. Auf jeden Fall, das Ding ist schon mal richtig geil, auf jeden Fall. Und geil! Landkreis Kennzeichen CHA. Das ist bei mir im Umkreis. Von 100 Kilometer, nicht einmal 100 Kilometer, da bin ich kaum. Ah, geil. So, dann haben wir natürlich da hier hinten alles nochmal voll überprüft, weil gekommen ist, der Ladewagen. Und dann hat der Händler gesagt, kann ich mitnehmen, der passt soweit. Der war zum Silieren geil, also eher eine wirkliche Alternative für einen Pöttinger, aber erst einmal. Jetzt schauen wir mal, wenn wir jetzt nur mit große Probleme gehen mit dem Pöttinger, dann kommt er weg und dann kaufe ich mal wirklich als echt dann oder was. So, aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Und ja, das Ganze machen wir heute mal im Timelapse-Verfahren, damit es ein bisschen schneller geht. Damit wir nicht die nächsten 100 Male nur großzilieren dann. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
So, meine Freunde, jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung. Jetzt hat es gerade beim Abladen, hat es jetzt gerade einen Knall an. Und jetzt weiß ich nicht, was das ist. Jetzt habe ich mal beim Händler angerufen. Jetzt schreibe bloß mal nicht, dass wir irgendwie Öl oder was verlieren. Dass der sich das da mal anschaut. Ich habe jetzt mit dem telefoniert, der hat gesagt gehabt, ich gehe jetzt an einen anderen Ladewagen. Weil es kann eigentlich nicht sein, dass der hier ist. Aber irgendwas hat er geracht, irgendwas beim Fahren hat er geracht und beim Olon habe ich es auch schon gemerkt, habe ich den gehabt, da stimmt was nicht. Naja gut, jetzt fahren wir mal zum Händler, stimmen wir mal den zu unserem Alten hin. Was heißt zu unserem Alten, zu unserem Pöttinger halt hin. Und dann kriegen wir nur mehr einen anderen Ladewagen. Und dann hat er gesagt, wenn dies wieder nicht geht, dann kriege ich einen neuen Ladewagen geschenkt. Wenn ich einen brauche. Gar blöd gesagt. Da kriege ich halt ein wenig. Da muss ich halt überhaupt nichts bezahlen, auch keine Arbeitsstunden, gar nichts. Und ich mache die Maschine da, also die Mietmaschinen halt auch nicht irgendwie bezahlen oder sowas. Ja. Solle. Das ist jetzt im Grunde wieder der gleiche, wie dem wir mal jetzt haben, bloß als Krone. Und ja, jetzt müssen wir halt mit dem weiterfahren, geht halt nicht anders, ist ja wurscht. Hauptsache wir kriegen jetzt groß im Biogas rein. So. Dann machen wir wieder weiter, hätte ich gesagt. Es wird ja echt bloß kurz sagen, weil man denkt, bevor da jetzt irgendwas ist. Also machen wir es so, wie man denkt hat. Und ja, dann suche ich mal bis lang Timeslapse wieder.
Wir haben jetzt einen fetten Zeitraffer gemacht. Ich kann jetzt bloß nicht nur ewig da aufnehmen, da wir am heutigen Aufnahmetag etwas zeitlich die Hände gebunden sind. Werden wir dafür aber dann, wenn wir halt das nächste Mal wieder, wenn wir halt am 4. machen. Oder ich mache 4., wenn ich Zeit habe, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, das muss ich erst noch schauen, wie ich es mache. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann müssen wir halt mal schauen, aber ich meine, ihr habt es jetzt gesehen, wie schnell das ist, trotzdem irgendwo geht, da so ein Berg herzufahren. Natürlich, da ich bloß ein Zweifahrtler hergeschoben kriege, das ist ein wenig scheiße, aber mei, was soll ich machen? Jetzt könnt ihr vielleicht nur ein Drittes hergehen. Und ab jetzt müssen wir halt dann auch eher nach oben aufschreiben, weil ich glaube, sie neun. Aber jetzt müssen wir dann eher nach oben schieben. Und dann schauen wir mal, vielleicht quetschen wir da noch einen Wagen mit hier oder was. Ich weiß es nicht, aber theoretisch gehen dann. Ja, theoretisch gehen noch mal ein paar Wagen her. Also, ein paar Wagen kann ich auch noch fahren, bis dass ich wieder schäume. Dann ist es nicht so geil, dass ich vielleicht bloß drei auch noch fahre oder bloß zwei nebeneinander hinbringe. Ja. Da müssen wir halt schauen, wenn wir es jetzt alles machen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo nicht vergessen. Videobeschreibung lesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.